Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudia und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Oh ja, Goodiebox hat mal wieder eine Limited Edition rausgebracht und die habe ich hier. Das ist die Symbiosis Limited Edition. Das ist eine teure Marke, ne? Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box ist, wie gesagt, limitiert, kostet normalerweise 54,95 €. Ihr könnt aber die ganze Geschichte über meinen Link in der Infobox bestellen. Das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich verdiene da auch eine kleine Provision dran. Und ihr bekommt tatsächlich auch nochmal 10 € Rabatt, sodass diese Box dann 44,95 € kostet. Und die ganzen Produkte haben einen Gesamtwert von irgendwie 491 €, was der Wahnsinn ist. Denn ihr bezahlt dann im Prinzip pro Produkt 8,99 €. Das ist schon krass, muss ich wirklich sagen, vor allem wenn man Bock drauf hat, diese Skincare einfach mal auszuprobieren. Ne? Also wie gesagt, ist in der Infobox verlinkt, die Marke ist uns schon öfters mal über die Füße gelaufen, aber vielleicht ist die ein oder andere auch mal sehr interessiert daran. Ich weiß zum Beispiel, eine Freundin von mir, die liebe Lena, hat auch schon das ein oder andere Produkt mal von mir bekommen und sie fand das fantastisch, wollte es direkt nachkaufen und hat gesagt, Alter, Claudi, 100 € für eine Creme? Hast du einen Lattenschuss? Yay! Das ist halt immer das Praktische an Beautyboxen und halt auch an solchen Limited Editions. Da kriegen wir die Möglichkeit, relativ günstig an diese Marken, die sehr, sehr hochpreisig sind, dran zu kommen. Wenn ich richtig informiert bin, ist diese Box auch wirklich vor allem für robustere Haut geeignet oder die Produkte einzeln mal in die Routine einzuarbeiten, weil wir hier sehr krass mit Wirkstoffen arbeiten werden. Ne? Hier soll aber eine komplette Skincare-Routine drin sein und ja, ihr Lieben, ich möchte mal mit euch zusammen reinschauen. Also, ich habe die Box jetzt zugeschickt bekommen in PR, hätte sie mir aber tatsächlich auch selber gekauft, denn ich habe einfach mittlerweile Blut geleckt, die ein oder andere Limited Edition von der Goodiebox auch schon vorgestellt und ich bin wirklich begeistert. Also, kaufe ich auch immer wieder gerne und ja, hier haben wir dann einmal, wie die Goodiebox normalerweise auch daherkommt. So kommt auch tatsächlich die Limited Edition Box. Finde ich cool, weil auch diese Box kann man super verwenden, ne, um sie dann so in ein Schubladensystem einzubinden. Innen drin befinden sich einfach mal 5 Tübchen von dieser klassisch anmutenden Verpackung. Das ist halt immer so relativ einheitlich dann, ne? Und die sind halt wirklich auch richtig, richtig hochpreisig. Wahrscheinlich kann das sein, dass die dann halt einen Verpackungswechsel hatten und dementsprechend die Produkte eben in die Box mit reingemacht werden können oder, keine Ahnung, extra Sondergrößen für die Box, um halt Neukunden zu gewinnen. Auch das ist manchmal möglich. Ich frage mich immer, wie die Firmen das halt machen, ne? So, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich euch das auch so ein bisschen in der Reihenfolge vorstelle, wie man dann die Skincare ja theoretisch auch verwenden würde. Die Größen sind aber nicht klein. Also 50 ml haben wir hier auch von Gesichtscreme und Co. drin. Das ist schon krass. Hier haben wir ein White Peony and Peel Moist Enlightening and Exfoliating Cleansing Gel drin. Das sind 50 ml. Und da habe ich auch mich mal informiert. Das ist ja weiße Pfingstrose. Und dieses Peel Moist ist wohl ein extra entwickelter Inhaltsstoff, den wir immer mal wieder auch bei den Symbiosis-Produkten finden. Hört sich tatsächlich erstmal so weit so gut an. Ich hatte mich nämlich auch informiert, als wir das schon mal irgendwo in der Box drin hatten, ob das etwas ist, was dann auch für mich geeignet sein könnte. Und ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Also ich habe das hier noch original verpackt, ne? Weil ich weiß jetzt nicht, inwiefern da Peeling-Partikel drin sind, aber ich meine, dass es vor allem durch so Zitronen, also durch Vitamin C dann diese peelende Wirkung geben kann. Also sieht auch einfach milchig aus. Nee, also da haben wir keine Peeling-Partikel drin oder so. Riecht einfach ganz entspannt nach wirklich hochwertiger Skincare. Weil das nicht super stark parfümiert ist, aber halt trotzdem diesen leicht frische Wäsche anmutenden Duft mit dabei hat. Ich nehme mir das mal runter. Und es fühlt sich jetzt auch so weit, ich meine, gut, ich habe es jetzt nicht mit Wasser abgenommen. Ich könnte jetzt in mein Wasserglas rein dippen, um zu gucken, wie meine Haut darauf reagiert. Das muss ich mal schauen. Ne? Ich weiß nicht, ob das etwas ist, was jeden Tag dann auch ganz gut ist. Ich denke schon. Ne? Denke ich schon. Auch wenn hier Enlightening and Exfoliating draufsteht. Ich muss mich noch genau informieren, wie das hier mit dem Exfoliating aussieht. Wobei du dir das ja auch runterwäschst. Weiß ich nicht. Ich glaube, da ist jetzt nichts allzu Wildes drin. Sehe ich jetzt hier hinten auch nicht ad hoc drauf. Nö, denke ich nicht. Gut, beim nächsten Produkt sieht das schon mal ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich wirklich ein AHA-Peeling mit am Start. Das ist mit Rose und Glykolsäure, AHA.
Und ja, das ist dieses Produkt hier. Würde ich persönlich auch nicht jeden Abend empfehlen, sondern tatsächlich das dann auch nur zweimal pro Woche vorsichtig antesten, erstmal und dann auch erstmal runterwaschen. Ne? Hier steht es auch tatsächlich nicht drauf, dass man es drauflassen soll. Genau, das ist, dass man das halt runterwaschen soll. Und das finde ich auch gut tatsächlich. Erstmal ausprobieren. Jetzt gerade kommt so langsam die Sonne immer mehr raus, auch wenn wir heute Schnee hatten, läuft. Aber in der Zeit, so im Frühling, kommt die Sonne ja immer mehr raus. Ne? Da muss man dann einfach mal schauen, dass die Haut nicht allzu sehr der Sonne ausgesetzt ist, weil chemische Peelings machen natürlich, dass die Haut etwas mehr lichtempfindlich wird. Ne? Dementsprechend einfach schauen. Und deswegen sage ich auch, diese Box ist wirklich vor allem für sehr robuste Häutchen geeignet. Ich weiß zum Beispiel Kolleginnen, die eine sehr krasse Haut haben, wirklich eine krasse Haut haben, wie jetzt zum Beispiel eine Amelie with Love, ne? Die verwendet auch im Sommer noch weiterhin chemische Peelings und Retinol. Ich persönlich bin da eher vorsichtig, weil ich eine sehr sensible Haut habe. Genau, aber AHA, Fruchtsäure, ist ja auch in dem Sinne dafür bekannt, so ein bisschen Slow-Aging-Wirkung zu haben und so leicht die Fältchen auch ein bisschen zu bügeln, ne? Was ich auch ganz charmant finde. Und ja, vielleicht so im Hinblick darauf, dass man diese Box vielleicht auch seiner Mom oder so schenkt, zum Muttertag zum Beispiel. Könnte das eine ganz gute Sache sein, sofern die Mutter halt auch entsprechend informiert ist über Wirkstoffe. Empfiehl ihr gerne meinen Kanal. Wäre ganz nice, denn ich gebe immer gerne meine Tipps und Tricks hier weiter. Also gerne meinen Kanal auch abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. In ungefähr, ja, so ein Drittel müsste das sein, ne? Ja, haben meinen Kanal tatsächlich noch nicht abonniert von euch. Also wäre nice, wenn ihr das machen würdet. Das würde mir sehr, sehr helfen. Ja, genau, weiter geht die wilde Reise. Da habe ich hier nämlich ein Serum. Das wird auch sehr, sehr teuer sein, denke ich mal. Das ist mit Bee-Venom, also Bienengift und Niacinamiden. Das ist aber etwas, worauf ich persönlich auch richtig, richtig Bock für mich jetzt aktuell habe mit 30 Milliliter Niacinamid. Das ist etwas, was ich auch gerne abends verwende. Das ist ein aufhellender Wirkstoff, der durch seine Wirkungsweise halt so Pigmentflecken zum Beispiel aufhält oder einfach auch generell eine gewisse Frische ins Gesicht gibt. Und was Niacinamide halt auch machen, ist, dass wenn ich hier so meine Unreinheiten habe oder so, das ist so auch entzündungshemmend, glaube ich, in dem Sinne. Und es hilft auf jeden Fall, dass die Pickelmale auch halt aufgehellt werden und halt verschwinden, was ich sehr schön finde. Und deswegen, Niacinamide ist etwas, worauf ich aktuell sehr, sehr gerne abends nicht verzichten möchte. Und ja, bei mir ist es jetzt erstmal so im Einschleichprozess, dass ich das jetzt so ein bis zweimal pro Woche abends verwende. Genau, und wie gesagt, je nachdem, wie gewohnt ihr auch an dem Wirkstoff seid, könnt ihr das dann natürlich auch schon in die Skincare-Routine mit einfließen lassen. Bienengift ist natürlich super funny, so in Anführungsstrichen, ne? Ich weiß nicht, inwiefern da wirklich, das ist cruelty-free, also da ist definitiv kein echtes Bienengift drin, ne? Das ist halt in dem Sinne dann irgendwie chemisch hergestellt, von den Komponenten her, denke ich mal, ist ja eigentlich dafür bekannt aus dem koreanischen Bereich so, dass das auch so diese leichte natürliche Botox-Wirkung im Gesicht macht, also dass man da halt auch eine leichte Glättung bekommt. Ein kleines Bügeleisen. Ich persönlich würde dann als nächstes eine Augencreme verwenden. Da haben wir hier mit Hyaluronsäure und Palmitic Acids, also das sind so Fettsäuren, Anti-Pollution Pore Refiner Eye Primer in Cream 15 ml, also quasi, dass du deine Augenpartie schon mal so ein bisschen vorbereiten kannst, dass du ja einfach durch die Hyaluronsäure und durch die Fettsäure, die da mit drin ist, Säure ist nicht immer bedeutend dafür, dass es ein chemisches Peeling ist. Ne? Also das ist einfach ein Inhaltsstoff oder ein Wirkstoff, was dann ja macht, dass quasi die untere Augenpartie und auch die obere Augenpartie mit Feuchtigkeit versorgt wird. Hyaluronsäure ist dann halt sehr, sehr tief eindringend normalerweise. Und diese Fettsäuren sind dann halt aus Fett halt. Das ist dann eher so für die Oberfläche, dass du quasi nicht diesen Feuchtigkeitsverlust durch Verdunstung bekommst. Und dementsprechend ist es ganz gut, dass es hier drin so kombiniert ist. Und Eye Primer finde ich natürlich auch sehr charmant, dass du das dann quasi, ja, bevor du dann auch entsprechend deinen Augenlook und so weiter machst, als Augenprimer vielleicht nehmen kannst. Vielleicht sogar was für mein Full Face Beauty Boxen. Muss ich mal gucken. Wäre eine feine Kiste auf jeden Fall, ne? Dass du halt da einfach nicht separat noch irgendwie was zusätzlich brauchst, sondern da einfach schon mal die Augenpartie vorbereitet hast für was auch immer danach kommt. Selbst wenn du nichts danach machst, hast du sie mit Feuchtigkeit versorgt. Und hier auch tatsächlich eine Sache, die ich eher so ab Oktober verwende, ne? Das ist nämlich eine Gesichtscreme, ein 12 Hours Duo Moisturizer Ultimate Resurfacing mit Glykolsäure und Milchsäure, AHA, 50 ml.
Wie gesagt, wenn ihr eine robuste Haut habt, dann gönnt euch das gerne abends. Aber wenn ihr so wie ich eine sensible Haut habt und auch eine sehr, sehr helle Haut, ist das wahrscheinlich eher so was ab Oktober. Aber an und für sich ganz interessant. Ich bin ja eigentlich eher so diejenige, die sagt, bei Gesichtscremes nehme ich halt so die Schweiz, also quasi etwas Feuchtigkeitsspendendes, wo nicht große Wirkstoffe oder so drin sind. Und etwas, wo ich dann quasi durch das Serum Wirkstoffe in meine Gesichtspflege einfließen lasse. Und ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt in Kombination mit dem Niacinamid-Serum verwenden würde. Keine Ahnung. Aber gut, ja, muss jeder für sich selber dann entscheiden, je nachdem wie, ne? Haut ist ja immer unterschiedlich. Haut ist. Jeder hat eine andere Haut gefühlt. Und ja, hört sich aber sehr interessant an tatsächlich, weil hiermit bekommst du dann auch wirklich ein komplettes Rundum-Paket, was Slow Aging angeht. Also, aber halt auch so richtig Krawum, ne? Das ist nicht, wir sind hier zum Spaß, sondern wir machen schon ernst. Und dann tut es vielleicht auch nicht ganz so weh, wenn man 8,99 € quasi pro Produkt nur bezahlt, um da einfach mal auch so ein bisschen reinzuschnuppern, vielleicht so als kleine Idee. Ich finde es cool, habe auch schon das ein oder andere Mal ausprobiert und fand es auch solide, aber halt nicht, dass ich sagen würde, ich würde den vollen Preis dafür bezahlen. Aber wie gesagt, in so einer Box nehme ich das gerne mit. Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung über die Produkte, über die Box und auch über den Zeitraum der Box in die Kommentare. Können wir uns gerne mal drüber austauschen. Und wie gesagt, wenn du Bock auf die Box hast, gerne in der Infobox vorbeischauen. Ganz viel Box am Ende nochmal. Denn da habe ich dir den Link reingesetzt, worüber du dann auch nochmal 10 € auf diese Box sparst und dann, wie gesagt, halt diesen Knallerpreis von 44,95 € bekommst. Ne? Ihr Lieben, Laberababa, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.